Hallo ihr Lieben, heute haben wir ein neues Video für euch und zwar, ja, das haben sich schon ein paar von euch gewünscht, habe ich zumindest des Öfteren mal gelesen und gleichzeitig wollte ich das Video auch schon längst mal machen. Und zwar gibt es heute den What's in my bag Tag mit der Carmen. Also wir zeigen euch Hallöchen. jetzt in diesem Video, was wir immer so den ganzen Tag in unseren Handtaschen mit uns rumschleppen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Das hier ist meine Handtasche. Also so Standard. So stimmt. Ja, ich habe jetzt nicht wirklich meine Handtasche am Start, aber. Warte, warte. So. Das ist. Meine Handtasche ist von Crabwear. Dort steht: Always be yourself, unless you can be a unicorn, then always be a unicorn. Ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch direkt an und packen das Ganze hier mal aus. Und ja. Ja, pack Also mal. ich fange jetzt direkt an mit meinem Handy. Denn das ist sowieso Standard. Standard, Standard, immer Standard. Das ist immer. Standard. Und jetzt hol mal dein Handy. Ja, mein Handy ist in. Ich habe eine Tasche in der Tasche. Immer. Das ist so meine Weggetasche auch. Und wenn ich in Schule oder so gehe, nehme ich halt immer die. Also eine Tasche in der Tasche. Und die Tasche in der Tasche beinhaltet auch mein Handy. So, das B und das F und das F, das steht so für BFF Mit Leo. und so. Und Rosa. Und Rosa Herz. Also unsere Handys. Und Rosa Herz. Unsere Handys und Rosa Und Rosa. Handy, ganz wichtig. Dann bei mir hier als nächstes sehe ich schon meinen Terminkalender. Also ich habe ihn jetzt nicht immer dabei, aber meistens, weil, keine Ahnung, ich kann was aufschreiben. Wenn mir langweilig ist, kann ich drin rumkritzeln und mit dem habe ich immer was zu tun. Sie malt auch gerne mein Gesicht oder so dann. Oder so Carmen und ein Herz. Und eine BFF. Ja, bei mir sind Tempos. Die habe ich auch irgendwo. Taschentücher kann man immer brauchen, muss man dabei haben. Meistens dann, wenn ich die brauche, habe ich sie nicht dabei. Bei mir auch so. Aber vor allem im Winter soll wäre es ganz schön, wenn man es dabei hat. Dann, das ist jetzt auch nur, habe ich auch nicht immer dabei, aber manchmal was zu trinken und so. Bei mir halt dann noch Ausweis und so. Organspendeausweis. Führerschein, Karte, Geldkarte. Ja, ich habe hier auch so meinen Geldbeutel und ich habe momentan irgendwie zwei Geldbeutel, denn den habe ich immer beim Weggehen dabei und den eigentlich immer so, denn wenn ich beim Weggehen habe ich eine kleinere Tasche dabei und da ist die Tasche schon fast so groß wie der Geldbeutel. Deshalb habe ich hier noch einen kleineren Geldbeutel und zurzeit lebe ich irgendwie aus beiden Geldbeuteln. Ja. Ja, das Prinzip hatte ich auch mal. Ich hatte auch meinen großen und einen kleinen Geldbeutel, eben dann fürs Weggehen, aber mir wurde dann dieses Umpacken vom großen und kleinen zu blöd. Also ganz Dann klar. habe ich mich auf einen kleinen beschränkt. Aber man muss dazu sagen, voll passend Leo-Muster und so, ne? Ja, alles abgestimmt bei mir. Ich habe hier noch einen Spiegel, also der ist von Daniela Katzenberger. Und ja, das ist Spiegel und kaum in einem. Ganz praktisch. Ja, mache ich auch gleich mit meinem Kamm weiter. Standard bei mir. Dann habe ich hier sind noch meine Kopfhörer drin. Also die sind deshalb da drin, damit die da in dem ganzen Chaos in der Tasche nicht noch irgendwie beschädigt werden. Ja, ich habe hier zwei Wechselakkus. Ich schleppe halt nicht mein. Also manchmal schleppe ich mein Akkuladegerät auch noch mit rum, aber meistens beschränke ich mich auf meine Akkus. Ich habe hier noch einen iPod dabei und hier ist noch so ein alter Schülerausweis von mir. So mit so Foto. Ey, mit so voll Mit so Foto? krass blaue Haare. Ey, so voll, ist ja voll de Foto. Ey. Voll de Foto. Stimmt. Ja, ansonsten in meiner Kleintasche ist eigentlich nur, also mein Parfüm ist noch drin, das ist das hier. Ich habe auch ein Parfüm. Voll Vanille.
voll von ihr. voll von ihr. Dann irgend so ein Teil vom Ladegerät und noch ein Teil vom Ladegerät. Fake-Lashes. okay, hier irgend so ein H&M. Ich habe halt dann in meiner kleinen Tasche, also in der Tasche, von der Tasche, habe ich halt jetzt nur noch, Moment, Schminksachen, so ein bisschen. Moment. Ein bisschen. Hab's gleich. So, also Abdeckstift, Lidschatten, Make-up, Wimperntusche 1, Wimperntusche 2, Pinsel, Lidschatten, Kajal, halt, Lip Liner, der als Augenbrauenstift verwendet wird, Kajal, der als Lippenstift verwendet wird, der eigentliche Augenbrauenstift und noch ein Abdeckstift. Und ich habe einen Elch-Anhänger. Aber ich habe auch, also das ist auch so ein Lippenbalsam-Dingsbum und so. Und hier ist auch noch ein Lippenstift in lila. Und noch ein Lippenstift in hell. Lila, so Plastik und so. Plastik. Und einen Labello, einen ganz normalen Labello. Und ja, hier ist noch mein Wimpernkleber. Und hier ist nochmal ein Lippenstift in Pink. Barbie Pink. Und bist du schon fertig? Nee, ich bin nicht fertig. Okay. Ein USB-Stick. Ja, ich habe, weil ich ja, wie gesagt, die Tasche heute mit habe, die ich sonst auch in meiner Schule dabei habe. Auch noch mein Mäppchen. Mit den verschiedensten Sachen und hier oben immer die Nähtlis mit drin, weil wegen Modedesign und so. Und ich habe hier eine Nivea-Creme. Benutze ich gerne als Handcreme. Ja, dann habe ich, also das gehört jetzt nicht zu meinem Standard, aber ich habe halt irgendwie noch meine Mützen drin. Haargummi. Kugelschreiber. Und heute absolute Premiere. Ich habe sogar mein Akkuladegerät dabei. Ich bin durch. Ich habe hier noch so ein Desinfektionsgel. Ja, ich habe jetzt okay. Nur noch eine Schmerztablette. Und ich habe hier noch Hals. Irgendwie so Halstabletten, seit ich in letzter Zeit ständig irgendwie krank bin. Und mein Nasenspray. Ohne dass ich nie aus dem Haus gehe. Und dann. Okay, hier ist noch eine Kette und Ersatzkopfhörer vom Katzenpipi. Der Katzenpipi. Und so. Ja, das war's jetzt auch. Also jetzt habt ihr mal gesehen, was wir immer den ganzen Tag mit uns rumschleppen. Ich weiß, man schleppt immer viel zu viel mit sich mit. Man braucht ja eigentlich nur... Normal habe ich auch noch Haarspray. Stimmt. Das habe ich ja gar nicht dabei. Normalerweise braucht man das ganze Zeug sowieso nie, was man dabei hat. Ich denke mal, die Mädels unter euch, die wissen das. Und ja, das war's jetzt. Dann danke ich mal fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir in den Kommentaren gern... schreiben, was für euch so das Wichtigste in eurer Handtasche ist und was ihr immer dabei habt. Und ja, auch die Jungs dürfen schreiben, was sie gern so in ihrer Hosentasche mit sich rumtragen. Oder Handtasche. Oder Handtasche, wenn so jemand dabei ist. Okay, dann danke fürs Zugucken und ciao. Tschüss.